hier mit dem neuen Bäderleiter Sascha Feier im Aquantik und wir nutzen gerade die Gelegenheit, unsere Füße ein bisschen eben gar nicht mehr so kühl nass baumeln zu lassen. Sascha, sag mal, das Element Wasser hast du mir verraten. Das ist was für dich, oder? Ja, also das Element Wasser hat mich schon immer irgendwie begleitet, privat. Wir waren schon immer sehr, sehr wasseraffin. Als Kind war ich schon eine Wasserratte, wie eigentlich jedes Kind ja heutzutage. Das hat sich dann mit meiner Tochter auch so weitergeführt. Die war auch total die Wasserratte und mittlerweile gucken wir dann immer schon, wie wir unseren Urlaub verbringen, an welchem und welches Wasser wir in unserem Urlaub hauptsächlich zur Verfügung stehen haben. Du kommst auch aus der Region, bist in Bad Harzburg geboren, Goslar und Vienburg aufgewachsen. Verbindest du hier mit dem Aquantik eine persönliche Geschichte, irgendwelche wilden Zeiten oder Ähnliches? Ja, so viel wie ich da jetzt dazu sagen kann. Ich habe natürlich viel meiner Kindheit in den Freibädern in Goslar und auch in Fiedenburg verbracht mit den Familien. Hier in Goslar kann ich mich daran erinnern, wenn man ganz oben auf die Wiese guckt, so die letzten Plätze, das war damals dann als Teenager immer unsere Plätze, damit man alles im Blick hat. An Fiedenburg kann ich mich nur so weit daran erinnern, könnte man mal Heinz Schogalla fragen. Ich bin, glaube ich, der erste Chef, dem er Hausverbot erteilt hat. Darüber möchte ich jetzt nicht so reden. Immer wenn es interessant wird. Du hast ja jetzt hier mit gebremstem Schaum angefangen. Im Corona-Zeitalter musstest irgendwelche Hygienepläne machen und die Gästezahlen reduzieren. Wie ist es denn in dem Sommer? Hast du das Limit hier schon mal erreicht? Ja, also leider Corona hätte ich mir auch alles anders vorgestellt dieses Jahr. Hatten viel Planungen, wovon wir ein bisschen was über den Haufen werfen mussten. Corona-bedingt, ja, wir mussten Badezeiten einrichten, um so möglichst vielen Leuten wie möglich das Baden zu ermöglichen. Was gerade jetzt, wenn die schöne Wetterzeit ansteht, ich glaube, umso wichtiger wird. Wir mussten die Badegäste reduzieren. Wir haben uns da an Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft fürs Badwesen orientiert. Da sind wir in Goslar auf eine Besucherzahl pro Badezeit von 750 Badegästen gekommen und in Fiedenburg auf 375 Badegäste. Und habt ihr die schon mal erwischt, erreicht, getoppt? Ja, wen wird's wundern, am letzten Wochenende, Samstag, kurz vor dem großen Gewitter am Sonntag, hatten wir am Samstag hier Full House und wir waren tatsächlich ausgereizt in beiden Bädern und es war schön zu sehen, dass die Leute aber trotzdem auch unsere Regelungen auch einhalten. Aber das hat dich jetzt alles nicht daran gehindert, trotzdem noch neue Dinge zu entwickeln. Man kann jetzt digital ins Bad gehen. Naja, wer kennt sie nicht? Die Schlange vom Aquantik in Goslar und man sich wundert, warum kriegen sie nicht gebacken, dass man hier reinkommt. Schnell und einfach. Da hat Corona ein bisschen geholfen. Die ganzen digitalen Entwicklungen auch im Schwimmbadbereich haben dann einen kleinen Schub von bekommen. Und auch das digitale Ticketsystem ist in unseren Bereichen viel schneller angekommen, als einem das vielleicht lieb war. Ich bin gleich auf diesen Zug aufgesprungen und habe gesagt, das probieren wir auch. Ich möchte diese Schlangenbildung nicht mehr. Wir sind seit Juli im Betrieb mit dem System, haben es bis dahin nicht beworben und die Zahlen heute sprechen für uns, dass wir ohne Werbung schon starke Zugriffszahlen auf dieses Online-Ticket haben und ich glaube, das kann sich sehr gut nach oben entwickeln. Wie lange wird man diesen Sommer das Freibad oder die Freibäder in Goslar noch genießen können? Ich glaube, der Wunsch der Nutzer in diesen Zeiten ist, so lange wie möglich outdoor schwimmen zu können, weil in der Halle brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, es ist was ganz anderes und ich wäre glücklich, wenn wir die Freiluftsaison noch länger durchführen können und vorsichtige Prognosen, wir gehen in den September rein und bewegen uns sicherlich eher Mitte bis Ende September mit der Freibadesaison. Super, das werden wir noch öfter nutzen. Dankeschön. Ciao.